ne Message an alle jungen Eltern. Wenn euch eure Elternschaft gefällt, dann hört mal hier zu und nehmt euch was zu schreiben. Wir sollten euch wirklich sehr echt schön einverleiben. Also wie gesagt, ich will euch weiter mitteilen. Und zwar dürft ihr euer Baby nicht schütteln. Ich weiß, es ist verlockend, besonders wenn ihr schreibt. Doch eines weiß ich sicher, ey, nachher tut's dir leid. Dann ist dein Baby tot oder auch behindert. Hier ist ein guter Tipp, man niemanden verhindert. Ey, don't shake the baby, don't shake the baby, don't shake the baby, yo, don't shake the baby. Shake the baby, shake your booty und gib dein Baby mal öfter zu Mutti. Wie freut sich die Olle, hat doch eh nix zu tun. Und du, mein Freund, kann sich mal öfter ausruhen. Das soziale Netzwerk ist nicht zu unterschätzen. Also wenn du schütteln willst, mal lieber hinsetzen und kurz überlegen, wer könnte übernehmen. Vielleicht könnt ihr ja mal zum Handy rübergehen. Ihr selber vier ist also geübt und hat so viel, ist da noch kein Mord verübt. Der kannst du vertrauen und sie ans Lieb fragen. Da werden sich dein Baby und du auch wieder vertragen. Don't shake the baby, ihr braucht nirgendwann. Und es ist deine Aufgabe rauszufinden, weil er hat Kinder satt bestellt, macht keinen Spaß. Also lieber nicht schütteln, Alter, lass das. Ich hab ne Kollegin, die ist ein bisschen dumm. Ich sah ihre Eltern und ich wusste gleich warum. Die sahen nicht so aus, als wären sie auf Tag. Der Vater, er heißt Klaus, ist ein regelrechter Spack. Er hat sie bestimmt nicht nur einmal fallen lassen und ziert dafür jetzt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Latten am Zaun, ist leider ganz stabil. Ich sag, der Klaus, einmal ihr schütteln, war einmal zu viel. Noch eine kleine Anmerkung, es geht nicht nur um Männer. Viele Frauen sind da auch ziemlich behämmert. Eine Menge Mütter gehören zu den Schüttlern und werden verhört von den Herren Ermittlern, von der Mordkommission. Das ist klar wie Doppelkorn. Wenn die vor der Tür stehen, hast du schon verloren. Im besten Falle nur sind Sorgerecht und im schlimmsten Falle sperren sie dich echt darum. Don't shake the baby, cause it's dangerous. Cause later you be dealing with another pass. No, it don't walk and it don't talk. No, all it can do is lie in a walk. I hate to be so drastic, but please understand. It's not made of plastic, it's not made of sand. It's not made of marble, it's not made of stone. It's made of little organs, skin and tiny bones. Oh, don't shake the baby like a Polaroid picture. It's a fragile thing and you always have to make sure that it don't break and that it get no fracture. Visit us on Sundays, we'll give you a free lecture.